Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Oldenburg, lieber Herr Fraktionsvorsitzender Holter, wir haben ja nun zwei Möglichkeiten. Ich will mal mit der kurzen beginnen. Ne, das ist ja ganz wichtig. Wir kommen gleich mal zum Kern Ihres Antrags. Da steht ja dann unter Punkt Römisch 2, der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum 31. März 2015 über die Ergebnisse der Prüfung zu berichten. Erledigt. Richtig. Das genau wollte ich Ihnen vorschlagen mit dem umfangreichen Bericht des Bildungsministers, der ja auch im Protokoll sehr detailliert wiedergegeben werden will, ist dieser Punkt, Ihr wichtigster Punkt, ja eigentlich erfüllt. Wir können nun natürlich noch, wir können Ihnen natürlich heute noch mal auftragen, das alles noch mal aufzuschreiben und bis zum 31. März noch mal vorzulegen. Ich sehe da aber wenig Sinn drin und würde Sie vielmehr einladen, wir erklären Ihren Antrag für erledigt und lade Sie ein, mit uns gemeinsam, so wie der Minister es vorgeschlagen hat, die Maßnahmen umzusetzen und nach diesem Jahr 14, 15 denn tatsächlich daraus zu gucken, was daraus wird. Ihren Reaktionen entnehme ich, dass Sie diesem Vorschlag jetzt nicht Folge leisten können. Dann, das ist sehr gut, und weil Sie Beratungsbedarf haben und weil Wiederholung ja festigt, habe ich mir überlegt, werde ich jetzt die Schwerpunkte Ihnen einfach hier nochmal in aller Kürze und aller Würze zusammenfassen, so wie der Minister das zusammengefasst hat. Und dann haben wir das vielleicht schon fast zweimal im Bericht stehen. Und für den Fall, dass das dann noch nicht genug ist, weiß ich, dass mein Kollege Butzki sicherlich auch noch einiges dann dazu beitragen wird. Und dann haben wir nachher im Protokoll einen so umfangreichen Bericht und können an die Umsetzung gehen. Ich fange mal vielleicht eine Geschichte an. Als ich 1996 hier in Schwerin an der Berufsschule Georg Adolf Demmler den Beruf des Vermessungstechnikers erlernen durfte, ich war das, in einer Landesfachklasse damals bereits, mit übrigens 26 Schülern in der Klasse, waren wir 30.000 Schulabgänger. 30.000, nur Gutes. 30.000 Schulabgänger. Das hieß damals, auf eine Lehrstelle haben sich im Schnitt 6 Leute beworben. Heute sind wir 11.000 bis 12.000 Schulabgänger pro Jahr und haben ungefähr, kann sich jeder Auszubildende, der es dann schafft, zwischen 2 oder 3 Lehrstellen entscheiden. Das heißt, die Demografie, wir haben das die letzten Jahre alle mitgemacht. Wir wissen, was das auch bedeutet hat. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, für die Berufsschulstruktur sind, und das haben wir ja hier im Landtag verabschiedet, immer noch die Kreise und sogar die Kreistage mitverantwortlich vor Ort. Wir alle wissen, dass die Diskussionen gerade um Standorte in den letzten Jahren nicht immer ganz leicht waren, weil viele Standorte geschlossen wurden. Hier kann man zumindest, ich weiß nicht, ob der Innenminister ist nicht da, trotzdem sagen, da hat die Kreisgebietsreform ja auch mal richtig was Positives bewirkt, weil durch das Zusammenlegen von Kreisen dort auch der eine oder andere Egoismus beseitigt werden konnte und wir heute langsam auf eine Berufsschulstruktur zulaufen, die tragfähig ist. Trotzdem wissen auch wir vor Ort, dass es zwischen den Kreisen, zwischen den 6 Kreisen, den 2 kreisfreien Städten, immer auch noch große, sage ich mal, Kompetenzverschiebungen gibt. Also jeder, es gibt, das müssen wir auch selbstkritisch sagen, keiner gibt gerne was ab, ohne etwas zu bekommen. Und deshalb sind wir hier noch nicht ganz am Ende, aber das werden wir sicherlich noch schaffen. Wir haben dann mehrere Maßnahmen. Ich will sie nur noch mal kurz auflisten, die ich auch sehr wichtig finde. Wieder die Ausbildung der Berufsschullehrer, der Minister hat es berichtet, beginnt wieder. Wir haben ja schon herausgearbeitet, dass es damals, glaube ich, unter dem Personalkonzept Rot-Rot abgeschafft wurde. Heute fangen wir mit der Berufsschulausbildung wieder an. Aber wir haben auch gehört, bis das in den Berufsschulen ankommt, vergehen noch gute 7 bis 8 Jahre. Wir haben mit dem Lehrerpersonalkonzept 2 Jahre früher aufgehört. Wir haben aus dem 50-Millionen-Euro-Paket, wir haben das gehört, sowohl die Verbeamtung als auch Altersanrechnungsstunden, Frau Oldenburg, für ältere Lehrkräfte umgesetzt. Insofern hat es begonnen, auch schon in den Berufsschulen eine gewisse Entlastung bei den Lehrkräften. Wir haben vom Vertretungsbudget 1 Million Euro gehört, was auch dazu dienen soll, der Unterrichtsausfall, da gebe ich Ihnen ja auch recht, der an den Berufsschulen immer noch viel zu hoch ist, in den nächsten Jahren abzumildern. Und wir werden, um ein Stück auch in die Zukunft zu gucken, auch bei einem Fort- und Weiterbildungsprogramm in der nächsten ESF-Periode weiterarbeiten, um vor allem auch berufliche Seiteneinsteiger zu qualifizieren und das auch im berufsschulbildenden Bereich. Und wir haben, bevor ich noch mal näher zu Ihrem Antrag komme, ja auch auf Empfehlung der CDU mit unserem Koalitionspartner ein 100.000-Euro-Programm für auswärtige Unterbringung und Fahrtkosten von Berufsschulschülern eingeführt. Und ja, nun kommen wir. Ich weiß, dass da bisher so gut wie kein Geld abgeflossen ist. Die
Die Verordnung ist in der Überarbeitung und wir sind, und denke auch der Bildungsminister hat hier den Anspruch, dass wir hier relativ schnell und auch zügig zu einer Neunovellierung kommen, damit dieses Geld, was bereitsteht, auch abfließen kann und einem deutlich breiteren Personenkreis zusteht. Das, denke ich, wollen wir alle. Es ist nur, wir sind da auch mit den Arbeitsagenturen im Gespräch, das sind auch rechtliche Hürden zu überwinden, die es nicht so ganz einfach machen. Und dann, Frau Oldenburg, und Sie kommen ja nachher noch mal ran, würde mich ja noch ein paar Sachen interessieren. Sie haben ja hier sehr viele Vorschläge vorbereitet. Ob es nun die kostenfreie Schultransport ist, ob es die das sind ja schon eher Jugendliche, ne? Kostenfreie Schülerbeförderung, verständigen wir uns da, ob es die Absenkung der Lehrverpflichtung oder auch die Verkleinerung der Klassen ist. Wenn man das nur mal grob zusammenschätzt, sind wir ja hier irgendwo im höheren, also im einfachen zweistelligen Millionenbereich, dann müssen wir auch darüber diskutieren, wenn wir das tatsächlich alles so umsetzen wollen, wo dieses Geld dann am Ende herkommen soll. Ich möchte Sie zum Schluss nur gerne einladen, so wie auch der Minister. Ich lade Sie immer gerne ein, Frau Oldenburg. Ich kann Sie auch dazu bitten, wenn das denn das Schönere für Sie ist. Ich möchte Sie auffordern, die Maßnahmen, die die Koalition eingeführt hat und auch in diesem Schuljahr einführen wird und auch mit dem nächsten ESF-Periode einführen wird, dass Sie die konstruktiv mitbegleiten, dass wir vielleicht am Ende jetzt nicht dazu kommen, einen weiteren Bericht anzufertigen, der ja jetzt den Sachstand auch nicht verbessern würde. Insofern halten wir Ihren Antrag an dieser Stelle für nicht zielführend und werden ihn, das wird Sie jetzt nicht verwundern, ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.